Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Kapitel 7. Hilfe aus dem Düsterwald. Ihr habt Glück gehabt. Die Kreatur, der ihr gegenübergestanden habt, kann kein wahrer Onoth gewesen sein. Gegen die Macht eines der Alten hättet ihr keine Chance gehabt. Das stimmt allerdings, sie sind wirklich mächtig. Aber das wäre auch gar nicht erforderlich gewesen, denn die Onodrim sind den freien Völkern bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie aufeinandertreffen, freundlich gesinnt. Die großen Wälder werden heute nicht mehr so oft durchquert. Und diese großen Baumhüter werden kaum noch gesehen. Eine kleine Gruppe von Elben ist aus dem Düsterwald nach Imladris gekommen, um meinem Vater um Rat zu bitten. Vielleicht, naja, das stimmt nicht so ganz. Eigentlich sind sie ja da, um zu sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut, wir haben Gollum ziehen lassen. Vielleicht weiß einer von ihnen ja, was für eine Kreatur ihr da gegenübergestanden habt. Sprecht mit meinem Vater, um eine Zusammenkunft zu arrangieren. Auf geht's zurück nach Bruchtal, sprecht mit Elrond, dann können wir jetzt gleich die Schnellreise benutzen zur Bruchtal-Klamm. Naja, können wir sie jetzt wenigstens anwenden. Und ich kann schon mal verraten, so viel gibt's nicht mehr an dem Buch zu erledigen. Es gibt noch eine große Instanz, die wir jetzt gleich absolvieren werden. Nachdem wir ein paar Gespräche geführt haben, und dann war es das für dieses Buch auch schon wieder. Danach geht es dann in Buch 5 weiter. Vielleicht werde ich sogar jetzt schon Buch 5 machen? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich habe ich Zeit mitgebracht. Ich reite in die falsche Richtung. Wir könnten also eigentlich direkt mit Buch 5 weitermachen. Warum nicht? Mal schauen. So, aber erstmal zu Elrond. Der wird Rat wissen. Ja, das war ja das Zeug, was ich für das Besiegen des Waldtrolls bekommen habe. Elrond wird Rat wissen, was wir denn tun können. Und eigentlich hat Eladan ja schon gesagt, worauf es hinausläuft. Wir sollen ein Treffen mit den Düsterelben abhalten. Abhalten, ja, genau. Und Elrond soll es halt arrangieren. Eigentlich können wir auch einfach zu Legolas hinreiten, denn... Naja, Legolas ist halt der große Vertreter der Düsterelben. Oder der Elben aus dem Düsterwald. Er selbst ist ja kein Düsterelb. Das habe ich... Ich glaube, ich habe das hier... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hier mit erwähnt hatte. Im Rollenspiel, dass ich... im Rollenspiel, was quatsch ich denn? Im Let's Play. Dass ich es merkwürdig finde, dass Legolas ein Schiff bauen kann, das in den Westen fährt. Es ist ja so... dass die allgemeine Ansicht ist, dass Legolas und Gimli zusammen auf einem Schiff in den Westen fahren, womit Gimli auch der erste Zwerg wäre. Überqueren, solange ich ihn befehle. Finde ich gut. Womit Gimli auch der erste Zwerg in Valinor wäre. Die Sache ist aber, dass ich immer mein Problem damit hatte, dass ein Düsterelb und die Elben im Düsterwald sind größtenteils Düsterelben, in der Lage sein sollte, ein Schiff einfach so zu bauen, das in den Westen fährt. Denn selbst unter den Hochelben, unter den Noldor, konnte das niemand. Nur den Teleri wurde das beigebracht. Und unter den Teleri insbesondere Círdan, der ja dann dazu verpflichtet wurde, dort zu bleiben. Und sie haben es halt auch nicht so gekonnt, sondern ihnen wurde das von Umno, hieß der Umno? Ich glaube, ne? Beigebracht. Der ist ein Maia. Ich glaube, ein Maia. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es quasi göttliche Lehre, die sie erhalten haben. Ansonsten hätten sie es gar nicht gekonnt. Da fand ich es aber ein bisschen merkwürdig, dass ein Düsterelb das können soll. Einfach ein Schiff bauen und fährt dann los. Aber ich habe jetzt mitgekriegt, Thranduils Sippe ist ja gar keine Düsterelben-Sippe, sondern die sind ja selbst in Beleriand gewesen. Also zumindest sind sie nicht völlig, keine Dunkelelben, sagen wir es mal so. Sie sind halt Grauelben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht auch mal in Valinor waren, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist Thranduil eigentlich aus den Hallen von Doriath gekommen. Ich glaube, der stammt von dort ab. Bin mir nicht ganz sicher. Und Thranduil ist ja der Vater von Legolas. Legolas ist ja der Prinz des Düsterwalds, sozusagen. Also er ist ja schon eine hochgestellte Persönlichkeit, auch wenn er eigentlich nicht viel zu sagen hat. Trotzdem finde ich es immer noch ein bisschen befremdlich, dass diese Gabe ihm gegeben worden sein soll. Und auch, dass Gimli in den Westen fahren durfte, aber das finde ich auch schön, das steht in den Anhängen zum Herrn der Ringe drin. Es wird vermutet, dass Galadriel ihre Finger im Spiel hatte, dass sie das erwirkt hat, weil Gimli ja ein unglaublicher Fanboy von Galadriel ist. Ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich finde Galadriel auch ziemlich cool. Aber der lässt ja nichts auf Galadriel kommen und will im Prinzip jeden verprügeln, der was gegen sie sagt.
und legt sich deshalb sogar mit Eomer an, weil Eomer von ihr als eine Hexe spricht, glaube ich. Die Hexe des Düsterwalds, und er will ihm halt das Haupt spalten dafür. Finde ich super. Naja, und jedenfalls wird vermutet, steht in den Anhängen drin, dass Galadriel ihre Finger mit dem Spiel hatte und für ihn erwirkt hat, dass er nach Valinor kommen darf. Naja, wer weiß, könnte ja sein. So, jetzt aber erstmal hier Kapitel 7. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Ich bin so froh, Aegir, dass ihr meinen Söhnen so gut gedient habt. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr den Nazgul gefunden habt, der dem wütenden Wasser der des Bruinen entgangen ist. Ah, jetzt haben wir auch mal der Bruinen, okay. Und dennoch scheint noch mehr Böses Gestalt anzunehmen. Die Elben vom Düsterwald sind schon früher solcher Verderbtheit begegnet. Mein Sohn hat gut daran getan, euch zu mir zu schicken. Sprecht mit Legolas, dem Sohn von Thranduil. Er ist in einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich den südlichen Hang des Tals von Imladris hinaufschlängelt. Seit seiner Ankunft sieht man ihn oft in Gedanken versunken dastehen. Vielleicht kann er euch dabei helfen, die Quelle des Übels zu suchen und zu vernichten. Weiser Rat von Elrond, aber im Prinzip hat er uns ja gar nicht dazu geraten, sondern eigentlich war es ja Eladan. Gut, dann wollen wir uns mal aufmachen zu Legolas, der, wie ich gerade schon erzählt habe, ja doch nicht so dunkel ist, wie man immer denken würde. Und ich habe es, glaube ich, auch noch nicht im Let's Play erwähnt, aber es ist auch ein Gedankengang, den ich so hatte. Eigentlich ist es ein krasses Opfer von Thranduil, der es aber nicht bewusst tut, Legolas mit auf die Ringfahrt zu schicken. Also eigentlich weiß Thranduil es ja nicht, dass Legolas mit auf die Ringfahrt geht. Wahrscheinlich wird er darüber informiert, aber während sie im Bruchtal sind, während die Gesandtschaft des Düsterwalds im Bruchtal ist, ist Thranduil natürlich nicht mit dabei, weil er im Düsterwald weiter regiert. Und er schickt Legolas ja eigentlich bloß als Boten los. Aber es ist schon ein krasses Opfer letztendlich, das Thranduil bringt, insofern, dass Thranduil extrem geschädigt ist, was den Verlust der eigenen Familie angeht. Und zwar, oh, ich habe vergessen, wie sein Vater hieß. Der hatte irgendwas mit O, hieß der, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn es euch interessiert, müsst ihr mal nachschauen bei Ardapedia am besten. Ardapedia ist eine super Seite, da kann man sich total drin verlieren, wenn man das für das Herr-der-Ringe-Universum übrig hat. Da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man dort die ganzen Artikel untersucht. Ist halt ein Wiki zum Herr-der-Ringe-Universum im Prinzip. Und jedenfalls, der Vater von Thranduil, der mal der Herr des Düsterwalds war, der hat auch am Ende des Zweiten Zeitalters in der großen Schlacht gegen Sauron ein Heer mitgeschickt, beziehungsweise hat es selbst angeführt. Und der war nicht so schlau. Der war zwar kampfeswütig, aber nicht sonderlich schlau, muss ich sagen. Denn der hat... Was gibt's denn hier bei Aragorn? Ach, ich glaube, bei ihm gibt's wieder ein Buch dann anzufangen, ne? Ja, ja. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Buch 6 geht. Ich muss mit euch sprechen. Nee, der war nicht besonders schlau, denn die Elben des Düsterwalds, die waren nicht sonderlich gut gerüstet, sondern waren mehr so solche Scout-Einheit, so solche Späher, die halt leicht gerüstet waren und so. Und er hat halt seine Truppen angeführt. Ich habe leider wirklich vergessen, wie er hieß, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, Thranduil war selbst auch mit dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit dabei war, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat der Vater von Thranduil die Truppen angeführt und sollte eigentlich sich unter Gil-galad, dem Hochkönig der Noldor, also dem König der Elben in Mittelerde sozusagen, sollte er eigentlich seinem Befehl folgen, hat aber ziemlich eigenmächtig gehandelt und hat dummerweise gegen den Befehl von Gil-galad viel zu früh angegriffen, und dabei sind fast alle seine Truppen inklusive ihm selbst draufgegangen. Und da hat Thranduil halt ein total traumatisches Erlebnis gehabt, das ihn letztendlich dazu bewogen hat, in der Folge nicht mehr mit der Außenwelt quasi in Kontakt zu treten. Das ist übrigens auch der Grund, warum der so pissig und feindselig rüberkommt im Hobbit. Obwohl, so pissig kommt er eigentlich gar nicht rüber. Ist eigentlich schon relativ umsichtig. Aber ist halt nicht so hilfsbereit, weil er einfach sich dann in der Folge gesagt hat, dann kümmern wir uns halt um unser eigenes Ding und ich sorge dafür, dass wir hier es gut haben und dass ich mein Volk nicht gefährde, sozusagen. Naja, und so
war es dann eigentlich ein ziemlich großes Opfer, dass Legolas da mitgegangen ist. Denn man muss sagen, die Ringgemeinschaft hat nicht so viel Aussicht auf Erfolg gehabt. Ich meine, klar, die Ringgemeinschaft war auch eine lose Reisegruppe. Es war niemand gezwungen, bis nach Mordor mitzugehen mit Frodo. Hat ja letztendlich auch keiner gemacht, außer Sam. Und es war auch nicht so richtig klar, welchen Weg die Ringgemeinschaft einschlägt. Aber trotzdem ist auf der Reise natürlich die Gefahr zu sterben nicht so gering gewesen, muss man sagen, ne? Egal, jetzt aber bei Legolas, der wird uns weiterhelfen können. Was benötigt ihr? Ich quatsch schon wieder viel zu viel, es ist schrecklich. Aigir, seid gegrüßt. Hättet ihr nicht so betrübliche Nachrichten zu überbringen, so würde mein Empfang noch herzlicher ausfallen. Doch was ihr da sagt, macht mir große Sorgen. Wir vom Düsterwald sind diesen Kreaturen tatsächlich schon begegnet. Ich hatte jedoch nicht damit gerechnet, sie noch einmal zu sehen. In der Nähe von Dol Guldur lebte einst ein Stamm Trolle. Und wir wissen, die wir sie bekämpft haben, nannten diese Kreaturen Waldtrolle. Früher waren sie ein nomadisches Volk von Einzelgängern, die sich nie mit den anderen zusammengetan, geschweige denn mit ihnen zusammen gelebt hätten. In Dol Guldur haben sie sich jedoch aus irgendeinem Grund zusammengeschlossen. Ein König wurde ernannt und dieser vereinte die Waldtrolle zu einer furchterregenden Streitmacht. Mein Vater sandte viele Krieger aus, um die Waldtrolle zu bekämpfen. Und am Ende haben wir gesiegt. Ich glaube, irgendetwas hat die Waldtrolle der Trollhöhen erneut vereint, Aigir. Doch dieser Ort liegt fern vom Düsterwald. Die Krieger meines Vaters können uns hier nicht helfen. Hört meine Worte! Kapitel 8. Der verborgene Pfad. Aigir, wir müssen die Waldtrolle bis zu ihrem Lager verfolgen, wenn wir die Verderbtheit beseitigen wollen, welche die Trollhöhen ergriffen hat. Ich kann euch dorthin führen. Ihre Spuren sind in dem schlammigen Boden gut auszumachen. Und die Waldtrolle sind im Allgemeinen nicht für ihre Intelligenz oder Raffinesse bekannt. Aber nicht so schnell. Ich habe von dem Nazgul gehört, den Herr Elrond vermisst. Vermisst ist auch schön. Und ich fürchte, dass er diesen Kreaturen einen Teil seiner Stärke und Macht verliehen hat, wenn sie so kühn werden. Wir müssen vorsichtig sein. Gebt mir Bescheid, wenn ihr ein paar vertrauenswürdige Freunde zusammengestellt habt und euch auf die Suche nach den Waldtrollen und der bösen Macht machen wollt, die sich vermutlich mit ihnen verbunden hat. Wir machen es wieder ohne Freunde. Wir schaffen das auch ohne Freunde. Wir haben noch keine Freunde. So, los geht's. Es ist eine böse Macht am Werk. Seid ihr bereit? Ich kann den Spuren der Waldtrolle folgen und euch zu ihrem Lager führen. Bringt vertrauenswürdige Freunde mit, denn die Waldtrolle sind gefährliche Kreaturen. Und vielleicht finden wir mehr als einen oder zwei. Davon ist auszugehen, sag ich mal. Dass wir nicht bloß einen oder zwei Waldtrolle treffen werden. Mal schauen. Eine uralte böse Macht, eine Verderbtheit in der Natur Mittelerdes, droht ihr heimtückisches Gift über die Trollhöhen zu verbreiten. Dieses Böse muss aufgehalten werden, bevor es gegen das verborgene Bruchtal in Stellung gebracht werden kann. Ich kann es spüren. Selbst die Wurzeln erheben sich gegen uns. Legolas ist schon voll am Rumquatschen hier und zieht schon einfach los, während Gandalf noch seine Geschichte erzählen muss. So geht's nicht hier, Legolas. Du kannst nicht in Gandalfs Geschichte reinquatschen. Was ist denn los hier? Kann ich mal angreifen? Dankeschön. Du kannst nicht einfach da reinquatschen, wenn der was erzählen will. Das geht doch so nicht. Das geht doch nicht. So. Erstmal ein bisschen Gestrüpp beseitigen. Das sind jetzt solche Kämpfe, die mag ich mit Aigir nicht so besonders, muss ich sagen. Weil man viele kleine Gegner hat. Und man halt nicht so richtig weiß, soll man seine Fokus verbrauchenden Skills dafür benutzen oder nicht. Eigentlich ist es Verschwendung, aber man kommt sonst halt auch nicht vorwärts so richtig, wenn man es nicht macht. So, aber wir können ja Fokus wieder aufladen, kein Problem. So. Dies sind ungewöhnlich große Spuren. Okay. Treffen wir auf sehr große Waldtrolle oder wie? In der Nähe lauert Gefahr. Die Erde stöhnt unter den Schritten des bösen Aigir. Waldtrolle sind in der Nähe. Los geht's. Helft Legolas. Wir haben die Zeichen richtig gedeutet. Seht dort im Osten. Waldtrolle. Yay! Welch eine Freude. Na komm. Unschöne rote Rahmen, aber wir haben ja unsere Inspiration, denn wir sind ja mal wieder ohne Gefährtengruppe unterwegs. So muss das sein. Es ist schade, dass das nur
bei den Hauptquests der Fall ist. Ich finde es schön, wenn man immer die Gefährtengruppenaufgaben so machen könnte. Diese Kreaturen sind so hartnäckig wie ihre Vettern aus dem Düsterwald. Naja, wenn sie ursprünglich aus dem Düsterwald kamen, ist es zu erwarten, dass sie auch ähnlich hartnäckig sind. Legolas. So, können wir also auch mal mit dem kleinen Elbenprinzen losziehen und mit ihm zusammen kämpfen. Wir werden das auch mal mit den anderen Mitgliedern der Ringgemeinschaft machen. Da kommen noch mehr aus dem Westen. Seid bereit. Ja, bin ich. Komm. Also nicht mit allen, mit den Hobbits nicht so, aber mit Aragorn und Gimli und Legolas werden wir noch ein bisschen Kämpferisches erleben. Wir werden sogar mit ihnen zusammen große Schlachten bestehen. Sowas wie Helms Klamm zum Beispiel. Das wird noch haarig. Das wird noch übel. Aber naja, man kann sich's ja nicht aussuchen. Wie sagt Gandalf so schön, man kann sich die Zeit, in der man lebt, nicht aussuchen. Man kann nur aussuchen, was man mit der Zeit anfängt, die einem gegeben ist. Oder irgendwie so. Oder man kann sich die Umstände, unter denen man lebt, nicht aussuchen. Ich glaube, so war das irgendwie gewesen. Und ist ja letztendlich auch wirklich so. Man kann sich nicht aussuchen, in welcher Zeit man lebt, in welchen Umständen man lebt. Nur was man mit dem, was einem gegeben wird, anfängt. Gut gekämpft. Lass uns unsere Kräfte sammeln und weiter vorrücken. So, also meine Kräfte sind gesammelt. Wir können schon wieder. Lasst uns weitermachen. Ich bin auch bereit, mit der Suche fortzufahren. Der Gladalf war einst ein Ort des Friedens, doch jetzt ist er eine Höhle des Bösen. Und ich werde froh sein, ihn wieder verlassen zu dürfen. Die größeren Spuren der Waldtrolle führen nach Westen. Gehen wir. Gut, dann ab geht's. Im Zweifel immer den größten Spuren folgen, offenbar. Was war denn das gerade? Na gut, erstmal wieder ein bisschen Gestrüpp beiseite räumen. Die Gärtner sind da. Welches Übel auch immer im Gladalf haust. Es hat sogar die Bäume verderbt. Ach, verdorbene Bäume, die kennen wir mittlerweile schon. Das ist nichts Neues. So, aber ich gehe gleich mal auf den Baum. Erstmal den schlimmsten wegräumen hier. So, wir werden gleich noch Schlimmeres als verderbte Bäume hier erleben. Da gibt's noch Übleres hier. So, komm mal hier. Schneller Schuss und so. So, wunderbar. Legolas, wie geht's? Alles noch in Ordnung? Ja. Gut. Das Gestrüpp. Ja, bekämpf's mal alleine. Oder nee, komm, ich mach mal hier so ein. Aber die Fokus zu brauchenden Skills will ich jetzt nicht einsetzen dafür. Wenn gleich die Waldtrolle dahinter stehen, wo wir die viel besser verbraten können. Viel nutzbringender sozusagen. So, ist auch schön, wie die am Rumrühren sind. Ich bin mir bloß nicht so ganz sicher. Sind es jetzt Pflanzenwesen oder sind es jetzt Trolle, die einfach bloß so aussehen, als ob sie ein bisschen pflanzlich sind? Was sind denn das für Viecher? Bin mir nicht ganz sicher, was das darstellen soll. Naja, egal. Ich hatte auch gelesen, dass beim Kampf der Leute im Düsterwald gegen die Mächte um Dol Guldur herum, dass da eine neue Gruppe von Trollen aufgetreten sein soll. Und zwar, ich glaube, das waren die Orlok gewesen. Ich glaube, den Orlok haben wir schon mal gesehen auf der Wetterspitze, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Die sollen halt stärker und viel, viel schlauer sein, als auch als Orks. Ich meine, Trolle sind ja nochmal eine Spur dümmer als Orks normalerweise, die normalen Steintrolle. Aber die waren halt stark und schlau und wahrscheinlich ziemlich übel als Gegner. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Verbindung mit diesen Waldtrollen steht, aber kann es ja nicht so direkt, denn die Orlok müssten ja da zum ersten Mal aufgetreten sein, dort in dem Kampf, und das ist ja noch, spielt hier ja noch davor. Och, komm schon, nur weil er in die andere Richtung gerannt ist. Ja, also Legolas hat ja erzählt, dass Thranduils Leute die bekämpft und vertrieben haben, also muss das ja noch irgendwann vorher mal gewesen sein. So ganz in Verbindung stehen kannst du damit also nicht. Ich weiß nicht genau, wie es gedacht ist. Vielleicht sind die auch einfach bloß eine
Spielerfindung hier, wo man sich gedacht hat, könnte man mal machen. Die kommen auch öfter mal vor, die Waldtrolle. Die gibt's nicht bloß hier. Oh, schon wieder ein Baum, wirklich. Also auch im Fangorn gibt es dann einige davon. Es ist halt immer ein Zeichen dafür, dass die Waldgegend sehr verdorben ist im Prinzip. Also dass sie irgendwie den dunklen Mächten anheimgefallen ist. Und dass sie dort angefangen haben, ja, irgendwie ihr Schindluder zu treiben und böses Karma zu verbreiten. Was weiß ich, irgendwie sowas. Es ist jedenfalls nie ein gutes Zeichen, wenn die Waldtrolle irgendwo auftauchen. Falls ihr also mal wandern geht und zufälligerweise einen Waldtroll trefft, geht weg, es ist ein verdorbener Wald, wie auch immer. Allerdings vermute ich, ist die Gefahr, einen Waldtroll beim Wandern zu treffen, nicht allzu groß, nehme ich an. Habt ihr das gehört? Was denn? Das Echo meines Gequatsches? Ja. Seht, die Marschkriecher erheben sich gegen uns. Oh, nicht so schön. Na gut, oh, hier gibt es sogar mal einen mit rotem Rahmen, einen Elite-Marschkriecher, Mensch. So, ich habe mich gerade gewundert, warum nichts passiert. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Kann ja nichts werden. So, komm. Lass dich mal niederstrecken, mein Freund. Vielleicht ein Spaltschuss, da können wir den anderen Kollegen gleich noch mit angreifen. Wir haben die Kreaturen nicht besiegt. Da greifen uns noch mehr an. Na gut. Schnell den Fokus nachgeladen. Ich baue mal eine Falle hin. Warum eigentlich nicht? Komm, hier, geh in die Falle. Hat sogar funktioniert. So, da haben wir uns gleich den mit rotem Rahmen ausgesucht. Wie schön. Da freut sich doch mein Herz, dass wir den Größten gleich selbst übernehmen, anstatt ihn Legolas zu überlassen. Der ja eigentlich der heftigere Motherfucker von uns beiden sein sollte. Ich meine, von den Lebenspunkten her ist er das ja auch. Aber halt auch bloß von den Lebenspunkten her. Und ich meine, die NPCs, die haben immer extrem hohe Lebenspunkte. Es ist auch lustig, wenn man dann später irgendwo in Rohan oder in Gondor unterwegs ist und teilweise irgendwelche NPCs dabei hat. Seht, dort im Norden, noch mehr Marschkriecher. Och nee. Och nee. Nee, wenn man dann irgendwelche NPCs dabei hat, die halt eigentlich nur unbedarfte Zivilisten sind, irgendwelche Opfer, die man halt retten muss, und die haben dann viel mehr Lebenspunkte als das Gimli und Legolas hier in dem Abschnitt noch haben. Obwohl Gimli und Legolas ja die übelsten Typen sind, die halt alles wegklatschen, ne? Aber naja, ist halt nur logisch, weil die haben halt, die steigen in ihrem Level halt auch immer mit dem eigenen Level. Irgendeine elende Kreatur schickt diese Marschkriecher gegen uns. Ja, ich weiß. Habe ich schon mitgekriegt. Ich dachte mir schon, dass die nicht einfach nur aus Jux und Tollerei alle zu uns kommen oder weil wir so gut riechen oder so. Es ist eine böse Macht am Werk. So, ich muss mal kurz was trinken. Tut mir leid, meine Stimme ist gerade ein bisschen kratzig, habe ich das Gefühl. So, okay. Kommt jetzt. Irgendeine Bestie ruft die Marschkriecher. Diese Kreatur müssen wir vernichten, wenn wir den Spuren durch den Gladalf folgen wollen. Kommt, auf nach Norden. Los geht's. Lass klatschen, was da kommt. Ach, Wurzeln. Ich nehme mir den Waldtroll hier drüben. Du kannst da die Wurzeln bekämpfen, ist mir egal. Ich nehme mir lieber die richtigen Gegner. So. Das war's ja dann gleich schon für ihn. Mensch, das ging ja relativ schnell. So, na gut, wenn Legolas mithilft, dann dauert's auch nicht so lang. Mensch, ich dachte, du hast mal die Wurzeln bekämpft, während ich mich dem Wald treu gewidmet habe. Nutzlos, der Freund. Nutzlos. Nee. So, ich nehme wieder den Waldtroll. Du kannst die Wurzeln bekämpfen, wenn du Spaß dran hast. Ich nehme gerne Gegner, die auch zurückhauen können.
Wobei, die Wurzeln können auch zurückhauen, muss ich zugeben. So. Fokus, Fokus, Fokus. Okay. Einmal den schnellen Bogen. Ah, komm, der hat nicht getroffen. Ich habe ihn doch voll in die Fresse gehauen. Voll gemein. Okay. Ja, ich sammle Fokus, du killst mal die Wurzeln und ich trinke noch was währenddessen, ne? Ein bisschen Tea Time machen. Ah, sehr effektiv bist du auch nicht, oder? Oh, schon wieder ein Baum. Tatsächlich. Na gut, was soll's. Komm. Lass angreifen. Komm zu mir, mein Kleiner. Komm schon, komm schon. Zeig mir, was du kannst. Komm noch mal näher. Ich habe hier eine Falle für dich hingebaut. Extra für dich. Du willst nicht reintappen. Also wirklich. So geht's doch nicht. Okay. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Da drüben sind noch Waldtrolle. Okay. Her damit. Oh, ein Steine werfender Waldtroll. Bist du zufällig aus Griechenland? Ich finde es ja so geil, wenn man die griechischen Sagen liest oder die griechischen Mythen. Das war ein adäquates Mittel, Gegner zu bekämpfen, indem man sich große Felsbrocken genommen und die auf den Gegner draufgeschleudert hat. Ich weiß nicht, wie die Griechen darauf gekommen sind. Ich meine, es gibt filigranere Waffen als Felsbrocken. Wahrscheinlich auch stilvollere. Aber finde ich total cool. Kommt immer wieder vor, dass die nicht bloß irgendwelche Götter, die halt dann ganze Berge sich schnappen und auf andere werfen können, sondern auch die ganz normalen Heroen, so kann man sie als normal betrachten kann, nehmen sich Felsbrocken und schmeißen die auf Gegner. Vorsichtig jetzt, seid auf der Hut. Ey, was ist denn das jetzt hier? Hat's den Fokus nicht ganz voll gemacht. Wart mal auf mich, Legolas, ich bin noch nicht da. So. Warum läufst du so komisch? Und wessen Spur verfolgst du? Noch mehr Feinde vor uns. Oh, really? Es gibt Feinde vor uns. Wer hätte das nur gedacht? Das ist ja mal was Neues. So, aber nichts, was uns vor größere Probleme stellen sollte. So, gut. Ist das auch einer mit? Nee, das ist einer mit blauem Rahmen. Na dann. Müssen wir uns ja keine Sorgen machen hier. So. Da mache ich mir auch gar nicht erst die Mühe, meinen Fokus zu verschwenden. Wenn das noch nicht mal einer mit rotem Rahmen ist, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Hahaha. Schön, dass er noch in die Falle reingetappt ist. Ich dachte erst, er bleibt gleich vorne bei Legolas stehen und nähert sich mir nicht, aber er hat sich dann doch noch anders überlegt. Warte mal, renn doch nicht immer gleich voraus. Ach, dieser Typ. Dieser Typ ist unmöglich, der wartet nie auf mich. Der nimmt keine Rücksicht auf mich. So. Wo ist denn... Ist der einer an mir vorbeigerannt? Ach, in Legolas ist hinter mir, deshalb. Ups. Warte mal, warte mal. Bleib mal stehen hier. So, Stachelfeilchen. Schnelles Schüsschen. Und dann können wir auch mal hier unseren besonders reinhauenden Skill benutzen. Der, der immer so viel Fokus verschwendet. Wie heißt denn der eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Gnadenschuss, genau. Den können wir ja bloß benutzen, wenn das Leben unseres Gegners schon unter der Hälfte ist. Ist also immer nur sowas, wo man mal so spontan sagen kann, oh, ich kann mal wieder den Gnadenschuss benutzen, lass doch mal machen. In der Regel würde ich dann doch immer lieber die anderen hier, vor allen Dingen die beiden benutzen. Das ist dann doch eher meine Wahl, muss ich sagen, beim Kämpfen. Was aber auch einfach daran liegt, dass man den Gnadenschuss halt so selten machen kann. Es lohnt sich halt nur bei großen Gegnern, wenn man dann gerade mal
wieder ein bisschen Fokus gesammelt hat und sie dann ihr Leben halt wirklich mal unter der Hälfte haben. Bei so kleinen würde es überhaupt nicht lohnen.